Schluss der Veranstaltung beim Ausgang eine Kollekte
durchführen, also sozusagen der Eintritt ist freiwillig. Aufmerksam machen möchte ich Sie zudem auf den Bücher- und Informationstisch, der ebenfalls im Vorraum vielfältige Informationen präsentiert, und die Buchhandlung Waser hat auch für Literatur gesorgt. Liebe Friedensfreundinnen und Freunde, wir begehen heute gemeinsam den UNO-Weltfriedenstag. 1981 wurde dieser Tag von der UNO eingeführt und erhielt später mit dem 21. September ein fixes Datum zugesprochen. Für 2020 stellt die UNO den Weltfriedenstag unter das Motto «Gemeinsam den Frieden gestalten» und erinnert daran, dass Solidarität und Zusammenarbeit geboten sind, um beispielsweise Gesundheitskrisen wie jene von Covid-19 zu überwinden. Solidarität und Zusammenarbeit über Regionen und Systeme hinweg, Solidarität und Zusammenarbeit statt Ausgrenzung und nationalistischer Egoismus. Die Schweizerische Friedensbewegung widmet ihren heutigen Anlass zum Weltfriedenstag dem australischen Journalisten Julian Assange, der Kriegsverbrechen aufgedeckt hat und nun statt der Kriegsverbrecher deswegen im Kerker sitzt. Für uns ist Assange ein Friedenskämpfer. Seine Enthüllungen durchdringen den Propagandanebel, der um Kriege immer dichter gelegt wird, und sie regen damit zum Widerstand gegen die Kriegstreiber an. Unsere Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga unterstrich in einem Radiointerview am 1. September diese Rolle der Medien. Sie sagte, dank der Medienfreiheit wird Unangenehmes aufgedeckt. Dinge, die nicht gut laufen, Korruption, Wahlfälschung, das ist lästig für jene, die das vertuschen möchten. Insofern gibt es viele Gründe, die Medienfreiheit zu unterbinden. Am Ende leidet darunter die Bevölkerung. Zitat Ende. Je autoritärer ein Regime sei, so Frau Sommaruga, umso gefährlicher sei die Medienfreiheit für dieses Regime und je stärker versuche es, Journalisten einzuschüchtern. Medienfreiheit ist ein Menschenrecht, meinte die Bundespräsidentin, und es sei ihr ein Anliegen, diese wichtige Tatsache in Erinnerung zu rufen. Leider verpasste es der Radiojournalist Frau Sommaruga, auf Julian Assange anzusprechen und auf die Forderung auch zahlreicher Berufskolleginnen und Kollegen, ihm in der Schweiz Asyl anzubieten. Das Interview wurde auf der Webseite von Radio SRF 52 Mal kommentiert. Am weitaus meiste Zustimmung erhielt dabei den Kommentar von Radiohörer Stefan Roth. Solange Leute wie Julian Assange im Gefängnis sitzen, muss im Westen nicht über Meinungs- und Pressefreiheit geheuchelt und mit dem Finger auf andere gezeigt werden. Ich persönlich teile diese Haltung. Wir haben einleitend die Chöre Quercroix und Liberté gehört. Das Ensemble Quercroix unter der Leitung von Abelia Nordmann ist nach eigenen Angaben ein grenzübergreifend dreisprachiger Projektchor mit Sängerinnen und Sängern aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Er setzt damit eigentlich ganz präzise die Anregung der UNO um, nämlich gemeinsam den Frieden zu gestalten. Das Ensemble Liberté unter der Leitung von Luca Fiorini ist ein Basler Projektchor aus jungen Menschen, der in seinen Konzerten immer wieder politische Inhalte musikalisch thematisiert, so etwa den Nahostkonflikt oder die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Die beiden Chöre werden anschließend an das Referat drei weitere Werke vortragen, dazu später noch einige Worte. Es freut mich, dass wir als Referenten zum Thema »Warum Whistleblower ein Lebenselixier der Demokratie sind« den deutschen Journalisten und Buchautor Matthias Bröckers gewinnen konnten. Matthias Bröckers hat Bücher verfasst oder mitverfasst, wie beispielsweise »Verschwörungen, Verschwörungstheorien und die Geheimnisse
des 11.09., also des 9-11, oder Albert Hofmann, in Basel bestens bekannt, Albert Hofmann und die Entdeckung des LSD, können Tomaten träumen, die Drogenlüge, wir sind die guten Ansichten eines Putin-Verstehers, König Donald, die unsichtbaren Meister und der Kampf um den Thron und viele mehr. Und er ist auch Autor des Buches Don't Kill the Messenger, Freiheit für Julian Assange. Bitte, Matthias Bröckers. Meines kleinen Vortrags, warum sind Whistleblower ein Lebenselixier für die Demokratie, ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Warum? Demokratie, wie wir sie in der Schweiz, in Deutschland, Europa und in den meisten Ländern haben, ist ja eine repräsentative Demokratie. Das heißt, denen, die regieren und denen, die im Parlament sind, ist die Macht nur geliehen. Sie sind nur Repräsentanten des eigentlichen Souveräns und das ist das Volk, die Bürgerinnen und Bürger. Sie verleihen den Regierenden für eine gewisse Zeit die Macht. Und weil wir wissen, wenn man das verleiht, will man es unbeschädigt zurück. Deshalb kam ganz früh schon die Demokratien sich überlegt, wir müssen die Gewalten teilen. Deshalb gibt es die Gewaltenteilung und es gibt die vierte Gewalt im Staat, neben Exekutive, Judikative, Legislative, also den Politikern, die die Gesetze erlassen und durchführen, ausführen, gibt es die vierte Gewalt im Staat und das ist die Presse, das sind die Medien. Und Presse und Medien sind deshalb in allen Verfassungen einem ganz besonderen Schutz unterstellt. Als Journalist hat man einen gewissen Schutz, wird vom Recht geschützt. Warum ist das notwendig? Weil diese vierte Gewalt den Mächtigen auf die Finger schauen soll. Und zwar im Auftrag des Souveräns, der Bürger, des Volkes, soll die Presse und sollen die Medien schauen, ob da alles mit rechten Dingen zugeht, ob das Geld richtig verwaltet wird, ob die Politik ordentlich gemacht wird, ob keine Korruption vorkommt. Das ist die Aufgabe dieser vierten Gewalt und der Presse. Und deswegen stehen Journalisten unter einem besonderen Schutz. Deshalb gibt es das, was wir Pressemedienfreiheit nennen. Es wird keinem verboten, etwas zu sagen oder zu publizieren. Und deshalb sind Journalisten auch geschützt, was ihre Quellen betrifft. Ich muss als Journalist, wenn ich etwas publiziere und bestimmte Informationen habe aus Behörden, aus dem Militär, wo immer her, muss ich meine Quelle nicht nennen. Wenn, das ist Gesetz sozusagen. Und wenn wir heute Abend unter dem Signum und unter dem Motto Freiheit für Julian Assange reden, dann müssen wir kurz zurückblenden, was hat der Assange ursprünglich gemacht? Er hat WikiLeaks gegründet, eine Plattform, auf der Whistleblower, also Menschen, die über Ungereimtheiten in ihrem Betrieb, in ihrer Institution, in ihrer Armee oder sonst wo, die darüber etwas mitteilen wollen, dass die das bei WikiLeaks übers Internet hinterlegen können und definitiv gesichert ist, dass sie anonym bleiben, dass sie also nicht bekannt werden. Die Quelle also wird von WikiLeaks auf eine ganz besondere Weise geschützt. Das war das Neue, was sich Assange ausgedacht hat und damals WikiLeaks gegründet. Warum hat er das getan? Weil er festgestellt hat, die
führte Gewalt im Staat. Die Medien, die eigentlich frei und unabhängig berichten können, die tun das überhaupt nicht in dem Sinne, wie es eigentlich eine Demokratie verlangt. Und deshalb braucht es eine sozusagen fünfte Gewalt, nämlich eine Plattform, auf der Ungereimtheiten publiziert werden können, ohne dass ein Redakteur oder ein Herausgeber da entscheidet, passt das jetzt uns gerade, ist das politisch opportun oder so weiter. Das garantiert WikiLeaks, und das war das Innovative und das Neue. Und warum das so notwendig war und ist, eine solche Plattform zu haben, die also es Whistleblowern ermöglicht, ohne Angst zu haben vor Repressionen oder vor entdeckt zu werden, die da das garantiert. Warum ist das so wichtig? Weil die vierte Gewalt ihrer Aufgabe nicht mehr nachkommt. Und wir an einem berühmten oder dem berühmtesten Beispiel, Collateral Damage, also diesem Video, was 2010 von WikiLeaks veröffentlicht wurde und was von Chelsea Manning, einem US-Soldaten, der im Irak stationiert war, zu WikiLeaks gekommen ist, was eindeutig ein Kriegsverbrechen, nämlich die Ermordung von unschuldigen Zivilisten inklusive zwei Angestellten von Reuters, also Journalisten, zeigt. Dieses Video, das hat ja dann Furore gemacht, und es ist aber nur deshalb bei WikiLeaks gelandet, weil Chelsea Manning es vorher der New York Times und der Washington Post angeboten hatte, diese ganzen Unterlagen oder geheimen Dinge aus dem Irak. Und diese beiden, ja, berühmten großen Zeitungen haben es abgelehnt, dieses Material zu publizieren. Und deshalb musste er zu WikiLeaks, und nur weil es WikiLeaks gab und gibt, konnte das überhaupt publiziert werden. Und nur deswegen haben wir von diesem Kriegsverbrechen auch erfahren. Also die Tatsache, dass Assange vor 15 Jahren schon oder 13 Jahren WikiLeaks gegründet hat, übrigens in Europa hier, die hat sich an dem Beispiel Collateral Damage und noch an vielen, vielen anderen schon bewiesen. Die offiziellen großen Medien, die öffentlich-rechtlichen und auch die privaten, publizieren eben nur bestimmte Dinge. Und ein Kriegsverbrechen, das die USA begeht, das wird eben nicht publiziert, und deshalb braucht es solche Instanzen und Institutionen, solche Plattformen wie WikiLeaks. Und Assange hat ein Prinzip sozusagen für WikiLeaks festgelegt. Er hat gesagt, und man kann auch ja, gut zeigen, warum das auch so wichtig ist, er hat gesagt, wenn uns ein Whistleblower Material zur Verfügung stellt, dann publizieren wir alles davon, sämtliches Material. Wir überprüfen nur, ist dieses Material echt. Wir haben uns also hier keine falschen Dokumente oder falschen Bankauszüge oder was immer untergeschoben. Das ist unser Auftrag als WikiLeaks, zu schauen, sind das echte Dokumente. Und wenn wir festgestellt haben, sie sind echt, dann stellen wir sie ins Netz und machen sie komplett öffentlich. Und das ist das Prinzip. Und ein vielleicht der bekannteste neben Chelsea Manning Whistleblower, Edward Snowden, dem war der Julian Assange und WikiLeaks, als er damals dieses NSA-Material, also des US-Geheimdienstes, und die Tatsache, dass sämtliche Bürger vom Geheimdienst überwacht und ausspioniert werden, als er das publizieren wollte, hat er sich, ja, er hat dem Julian Assange und WikiLeaks misstraut irgendwie, und hat sich dann überlegt, ja, ich will das mit einem ordentlichen Journalisten zusammen machen, und hat sein Material Glenn Greenwald gegeben, einem Journalisten, der die Website The Intercept aufgebaut hat, und einiges von dem Material von Edward Snowden ist ja dann auch publiziert worden.
gerade vorige Woche oder vor 14 Tagen hat ein US-Gericht übrigens jetzt festgestellt, dass das, was die NSA da tut und was wir auch erst wissen, seit Snowden diese Programme publiziert hat, mit der jeder Mensch überwacht werden kann, das, was die nationale Sicherheitsagentur hier tut, hat das US Supreme Court, das Verfassungsgericht, festgestellt, das ist illegal und verstößt gegen die Verfassung. Also Snowden hat sozusagen einen Verfassungsbruch öffentlich gemacht und er hat sich damals aber, aus welchen Gründen auch immer, auch persönlicher Art, er hat den Julian Assange nicht so richtig getraut, der sagt, ich gebe das an Intercept und an Glenn Greenwald. Ein Teil davon ist veröffentlicht worden. Und es gibt aber noch viel, 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 viel mehr Material, was Edward Snowden da geleakt hat. Und das wird nicht mehr veröffentlicht. Und vor einiger Zeit, so vor einem halben, dreiviertel Jahr, kam die Meldung von Intercept, diese Website, dieses Projekt von Glenn Greenwald wird finanziert von einem Milliardär, dem eBay-Gründer Ulima, der hat da einige Millionen für diese Website gegeben und vor dreiviertel Jahr, ich habe das Datum gerade nicht parat, kommt die Meldung, ja, wir können leider die weiteren Edward Snowden-Files nicht mehr publizieren, wir haben kein Geld mehr. Ja? Also sprich, das wird jetzt sozusagen im Bunker bleiben und nie das Licht der Öffentlichkeit mehr sehen. Das wäre nicht passiert, wenn er sein Material an WikiLeaks gegeben hätte. WikiLeaks hätte gecheckt, ist das alles echt oder schiebt uns hier einer einen Fake unter und hätte alles publiziert. Ja? Und das ist der große Unterschied und das ist das entscheidende und wichtige Prinzip, was WikiLeaks mit seiner Plattform eingeführt hat. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum die USA vor allen Dingen seit 10 Jahren versuchen, den Julian Assange zu verhaften oder ihn zu bekommen und ihn ruhig zu stellen, weil ja, die USA sind nun mal der größte Kriegstreiber auf der Welt, da lässt sich nicht drüber diskutieren, das ist so. Und wenn jemand wie Assange oder auch wie Snowden die Geheimdienstsachen klare kriminelle Verbrechen aufdeckt, dann kann das einer Nation, die permanent Krieg führt, natürlich nicht recht sein. Und deswegen wird Assange verfolgt. Und Hillary Clinton hat ja vor einigen Jahren, als sie noch Außenministerin war, gesagt, können wir den Kerl nicht einfach mit einer Drohne kalt machen. Sie wollten ihn und wollen ihn unbedingt loswerden. Und vor einem Jahr im April, Sie haben die Bilder noch im Kopf, wird Assange eben aus der Botschaft entführt in Ecuador, wo er Asyl gesucht hat. Es wurde damals gesagt, ja, der hätte sich doch einfach dem Verfahren in Schweden darstellen können und so weiter. Dieses Verfahren war von Tag 1 an keine wirkliche Ermittlung. Es war ein ja, Schmierenverfahren, um Assange zu denunzieren als Vergewaltiger und Frauenfeind und so weiter. Und Sie können es noch in der ARD-Mediathek sehen. Es gab vor 10 Tagen eine sehr gute Doku in einem öffentlich-rechtlichen Sender. Das ist nicht so oft der Fall, wenn es um WikiLeaks und Assange geht. Da wurde ja über die Jahre hinweg auch eher Denunziation und Diffamierung betrieben als wirkliche Berichterstattung. Jetzt hat die ARD aber eine sehr gute Dokumentation gemacht, die auch nochmal aufzeigt, dieser Fall in Schweden, der war kein Fall. Das war ein Trick sozusagen, mit dem man versucht hat, ihn ranzukriegen. Und als er dann aus Angst, die wollen mich jetzt nach Schweden ausliefern, die Briten, er hatte in Schweden ja noch nachgefragt, ist verhört worden da von der Staatsanwaltschaft zu dieser Sache von den beiden Frauen und nach 3-4 Wochen hat er gesagt, ich habe eine Einladung nach Berlin und nach London und was ist jetzt mit der Sache und die haben ihm gesagt, du kannst ruhig reisen. Und dann ist er nach Berlin gekommen,
für 3 Tage und danach nach London weitergereist. Und kaum steigt er da aus dem Flugzeug, kommt der internationale Haftbefehl wegen dieser Geschichte in Schweden. Da wurde ja dann auch lange verhandelt, er mit einer Fußfessel, damals noch nicht eingesperrt. Und als dann das Gericht in der höchsten Instanz diesem schwedischen Auslieferungsersuchen tatsächlich stattgeben wollte, erst dann hat sich Assange in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet, die ihm Asyl angeboten hat. Und viele haben damals zu ihm gesagt, Mensch, sei doch nicht so paranoid und die Schweden, die werden dich schon nicht nach Amerika ausliefern. Und wenn du da dir nichts hast zu Schulden kommen lassen, dann mach doch dieses Verfahren da. Und er hat gesagt, nein, die Amerikaner wollen mich kriegen und ich traue den Schweden auch nicht über den Weg. Und ich glaube, beides war richtig. Und wir sehen ja jetzt an dem Auslieferungsverfahren, was jetzt läuft, wo er von den USA 175 Jahre Gefängnis angedroht bekommt, wenn sie ihn in die Finger kriegen. Und ich will jetzt noch ein paar Sachen sagen, die in der letzten Woche passiert sind. Es läuft ja jetzt unterbrochen durch Corona auch, ist wieder aufgenommen in der letzten Woche in London, in Old Bailey, im Gericht, die Anhörungen zu dem Auslieferungsbegehren der USA. Und es ist in meinen Augen, ich bin seit über 40 Jahren Journalist, vielleicht der wichtigste Prozess, das wichtigste Gerichtsverfahren, was derzeit irgendwo auf der Welt läuft. Und merkwürdigerweise erfahren Sie in den großen Nachrichten oder in den Zeitungen, in den Medien darüber wenig bis gar nichts. Ja? Man fragt sich, warum berichten die eigentlich nicht darüber? Das ist doch ein Verfahren von ja, letztlich weltweiter Relevanz. Warum ist es ein Verfahren von weltweiter Wichtigkeit? Weil mit diesem Auslieferungsverfahren, was gerade in England verhandelt wird jetzt, wollen die Vereinigten Staaten, die USA, ein Exempel statuieren, einen Präzedenzfall schaffen, der nichts anderes besagt, als dass jeder Journalist, jeder Publizist, jeder Verleger, egal wo er auf der Welt gerade ist und publiziert und seiner Arbeit nachgeht, dass der sich unterstehen soll, irgendetwas zu publizieren, was den USA nicht gefällt oder nicht passt. Weil wenn er das tut, dann kann er am nächsten Morgen damit rechnen, dass ein internationaler Haftbefehl ihm Handschellen anlegt und er nach Amerika oder gleich nach Guantanamo ausgeliefert werden kann. Das ist das Exempel, was jetzt hier gerade an Julian Assange durchexerziert werden soll. Niemand darf irgendetwas publizieren, was uns nicht passt. Die USA behaupten, ja, er hat Dinge publiziert, die geheim waren. Okay, Julian Assange ist Australier. Ist der verpflichtet, amerikanische Geheimnisse zu hüten? Seit wann denn das, bitteschön? Ja, dass ein US-Militärangehöriger wie Chelsea Manning oder ein US-Geheimdienstangehöriger wie Edward Snowden, die haben sozusagen geschworen bei Dienstantritt, dass sie keine Geheimnisse verraten, aber doch kein Journalist, zumal wenn er nie in dem Land war und keinen Fuß dahin gesetzt hat, wie soll der solche Verbrechen begehen und begangen haben? Ja, sagen die Amerikaner in ihrer Anklageschrift, das sind 18 Punkte, 17 davon betreffen das Spionagegesetz von 1917. Er hätte also gegen dieses Spionagegesetz von 1917 verstoßen. Das wurde im Ersten Weltkrieg erlassen und es ist seitdem noch nie in den Vereinigten Staaten ein Journalist nach diesem Spionagegesetz verurteilt worden. Warum? Weil wir dann, wenn wir das täten, dann könnten wir den ersten First Amendment in den USA, also den Verfassungsgrundsatz der Pressefreiheit, auch gleich in die Tonne treten. Weil wenn der Staat bestimmen kann, was ist geheim und was ist nicht geheim, ja, dann bestimmt er darüber, was darf publiziert werden und was darf nicht publiziert werden. Und wer das dann tut, so wie Assange,
der soll jetzt in Zukunft damit rechnen, dass er ins Gefängnis geht dafür. Weil wir sind das Imperium, wir regieren auf der ganzen Welt und egal wo ein Journalist tätig ist, er muss, er läuft Gefahr, dass er bei uns eine strafbare Handlung begangen hat und ins Gefängnis geht. Das ist der Präzedenzfall, der gerade in England durchexerziert wird. Und die Art und Weise, wie das läuft, also 17 Punkte Spionagegesetz, ein Punkt in der Anklage betrifft die Frage oder den Vorwurf, er habe Chelsea Manning geholfen, ein Passwort zu verschlüsseln und ihre Identität zu verbergen im Netz. So. Dazu gab es in der vergangenen Woche jetzt 2, 3 oder 4 sogar Zeugen der Verteidigung, die vorgeladen waren bzw. per Videolink befragt wurden dort, sowohl von den Verteidigern als auch von den Anklägern. Und die haben vollkommen klar gemacht, dass dieser eine Punkt, du hast Chelsea Manning geholfen, Passwort zu tarnen. Da haben die Professoren für Medienwissenschaft und solche Leute, erfahrene Journalisten, die da als Zeugen aussagen, haben gesagt, ja, das ist doch selbstverständlich. Das macht doch jeder Journalist, seine Quelle schützt. Wenn mir jemand etwas berichtet und ich schreibe das in der Zeitung, dann schütze ich meine Quelle. Das ist ein Grundsatz und Grundprinzip und nichts anderes hat Assange mit Chelsea Manning getan. So, jetzt bleiben noch diese 17 Anklagen wegen Verstoß gegen Spionagegesetz und Verstoß gegen, er hat dadurch Menschen in Gefahr gebracht. Sie haben das vielleicht in der Vergangenheit schon öfter, wenn es wurde in der Regel diffamierend, denunzierend berichtet über WikiLeaks und Assange und dann hieß es dann immer, ja, er hat Blut an den Händen. WikiLeaks hat Namen veröffentlicht und Menschen einfach publiziert, die Namen von denen und die sind in Gefahr geraten und so weiter. Das ist aber alles Unsinn. Die schon bei dem Verfahren 2013 gegen Chelsea Manning haben die Anwälte von ihr gesagt, ja Pentagon, sag mal, wer ist denn in Gefahr gebracht worden durch die Publikation dieser Dinge? Und das Pentagon höchstpersönlich, also Verteidigungsministerium, hat eine Untersuchung gemacht und sie konnten keinen Menschen nennen. Null, zero, niente. Also es ist niemand in Gefahr gebracht worden durch die Publikation von den Irak-Krieg-Warlocks, wo auch das Collateral Damage Video drunter war. Es ist aber auch niemand von denen, die da die Morde begangen haben, jemals irgendwie vor Gericht gestellt worden. Ja? Und der Mann, der es aufgedeckt hat, nämlich Julian Assange, der steht jetzt vor Gericht und soll für 175 Jahre in Kerker verschwinden. Das ist die Situation, die wir hier haben. Und wenn die Zeugen, die jetzt vorgeladen sind von der Verteidigung, weiter so aussagen, es ist ja skandalös, dass ein solches Verfahren stattfindet vor, Sie dürfen raten, 5 Zuschauer. 5 Menschen sind im Saal zugelassen, Familienmitglieder von Julian Assange. Nun hat sein Vater gesagt, da nehme ich mir aber 2 gute Journalisten mit und habe den Craig Murray, einen ehemaligen Botschafter der USA, der Großbritanniens und Historiker, und John Pinger, die Reporterlegende aus Australien, die dürfen jetzt mit im Saal sitzen. Sonst sitzt da niemand, angeblich wegen Corona, aber da sind 45 Plätze in dem Raum und es dürfen 5 Leute sitzen. Und Julian Assange sitzt in einem Glaskasten ganz hinten. Er kann nicht mit seinen Anwälten reden. Wenn er was vom Anwalt will, dann muss er signalisieren, dann muss der Anwalt da nach hinten laufen. Er wird morgens um 5 Uhr geweckt im Gefängnis, nackt ausgezogen und durchleuchtet. Dann in einen, seine Lebensgefährtin schreibt, sargähnlichen Kasten gesetzt und 1,5 Stunden durch die Stadt gefahren in einem Gefangenentransporter und dann bei Handschellen in diesen Glaskasten geführt. Ja. Man fragt sich, ist das so ein Hannibal Lecter oder so ein Monster?
also so wird Assange behandelt. Er sitzt in Isolationshaft. Er hat seit März zweimal nur seine Anwälte treffen dürfen und wird behandelt wie ein Schwerverbrecher, wie ein gewalttätiger Mensch, ja, den man, vor dem man den Rest der Welt schützen muss. Und diese Tortur läuft jetzt jeden Tag, solange die Verhandlung angeht jetzt. Das wird noch 10 Tage etwa dauern, wobei die Richterin heute gesagt hat, ich verfolge das Ganze über, es gibt einen Videoübertragungsraum, da sitzen 15 oder so, 12 ausgewählte Journalisten. Das ist eigentlich auch, also hallo, Amnesty International hat dreimal einen Antrag gestellt, sie wollen einen Beobachter in dem Prozess schicken, wurde abgelehnt. Die sagen, sowas ist uns ja in der größten Bananenrepublik hier irgendwo noch nicht passiert. Es passiert mitten in London. Ja? Und einige dieser Journalisten, die da eine schlechte Videoübertragung in einen anderen Raum bringen, die twittern eben und bloggen auch. Und so kann man das verfolgen. Und kann auch, der Craig Murray liefert jeden Abend Protokolle. Der macht das, was eigentlich jede Zeitung machen müsste, nämlich protokollieren, was wird denn da gesagt im Gericht, was sind die Argumente der Verteidigung, was sind die Argumente der Ankläger. Vorgestern war Daniel Ellsberg als Zeuge der Verteidigung da. Daniel Ellsberg ist derjenige, der 1971 die sogenannten Pentagon Papers veröffentlicht hat. Er war also angestellt im Pentagon und hat Papiere veröffentlicht, der New York Times damals gegeben. Die hat das dann auch publiziert, Chelsea Manning sagen wollten sie dann jetzt nicht mehr, dass der Vietnamkrieg seit Jahren gescheitert ist, dass die US-Regierung und nicht nur eine, sondern 4 Regierungen ihr Volk darüber permanent belogen haben. Das kam dann in der New York Times und dann war es auch schnell vorbei mit dem Krieg. Die New York Times wurde damals nicht verurteilt für die Publikation. Und auch Daniel Ellsberg, der ja eigentlich auch als Angestellter ein Schweigegebot hatte, wurde ebenfalls nicht verurteilt. Das hatte den Grund, dass die Staatsanwaltschaft damals versucht hat, ihn ja auch zu diffamieren, zu denunzieren und sich die Krankenakte seines Psychiaters besorgt hat, um zu sagen, der Mann, der hat doch psychische Störungen oder sowas hier, wir haben die Akte von seinem Doc. Und das ist natürlich, sowas kannst du nicht machen. Und deshalb ist dieser Prozess dann auch eingestellt worden, als das rauskam, dass die Anklage sich widerrechtlich Patientenakten geschafft hat. Und was ist jetzt bei Assange passiert? Was ist passiert in der ecuadorianischen Botschaft? Er wurde von morgens bis abends abgehört, sowohl mit Video als auch mit Ton, seine Gespräche mit Ärzten, seine Gespräche mit Anwälten. Derzeit läuft ein Verfahren in Spanien gegen den Betreiber dieser Firma, die das im Auftrag der ecuadorianischen Botschaft am Anfang und dann im Auftrag der USA gemacht hat und das Material komplett an die USA weitergegeben. Das heißt, ein, wie wir das immer nennen, ein faires Verfahren, wo eben auch die Anonymität und Diskretion der Gespräche, die der Angeklagte mit seinem Anwalt führt, gewährleistet ist. Ein solches Verfahren kann es überhaupt nicht geben, wenn die Gegenseite irgendwie sämtliche Gespräche mit dem Arzt und mit dem Verteidiger sozusagen live zugespielt bekommt. Das wäre in meinen Augen auch der erste Punkt, warum Julian nicht ausgeliefert werden kann. Weil die EU, und da gehört ja England gerade noch so dazu, und in England aber genauso, in Großbritannien, ist es einfach Gesetz, dass man an Länder, die kein faires rechtsstaatliches Verfahren garantieren, nicht ausliefert. Und die USA behaupten zwar, dass sie das natürlich machen, aber natürlich machen sie es nicht. Edward Snowden, der ja in Moskau Asyl gefunden hat, sagt, ich würde sofort zurückkommen in die USA und mich einem Gericht stellen, wenn es ein öffentliches Gericht wäre, ja, wo eine Jury dann darüber befinden kann, jetzt gerade nach dem jüngsten Verfassungsgerichtsurteil, wer das
Ja, könnte die Jury dann befinden, ist es kriminell, so einen Verfassungsbruch wie in die NSA begeht, zu veröffentlichen? So, dem Verfahren würde sich Snowden sofort stellen. Der will ja wieder nach Haus, der will ja nicht in Moskau in seiner Dreizimmerwohnung da sitzen bleiben. Ja? Aber er tut es nicht. Warum? Weil er überhaupt kein öffentliches Verfahren bekäme, sondern vor ein Militärgericht kommt. Und genau dasselbe blüht Julian Assange. Das wird kein faires Gericht, sondern das wird ein geheimer Court, ja, so ähnlich wahrscheinlich wie jetzt in England, wo dann drei Leute zuhören dürfen und wo die Zeitungen auch nicht richtig drüber schreiben und hinterher kommt ein Urteil und dann geht er sein Leben lang ins Gefängnis. Also der erste Punkt nach meiner Einschätzung, warum eine Auslieferung einfach nicht in Frage kommt. Der zweite Punkt, er hat überhaupt keine Verbrechen begangen. Ich habe das eben schon mit den Namen berichtet, also dass er zwar Namen publiziert hat in diesen Diplomatic Cables, die WikiLeaks veröffentlicht hat. Heute gab es dazu übrigens, ich habe vorhin noch mal geschaut, zwei Zeugen, unter anderem der Jakob Augstein vom Freitag einer deutschen Zeitung und ein Professor von der Uni Bern, ein Computerspezialist, die haben beide ausgesagt, WikiLeaks hat doch diese Dinge gar nicht als erster veröffentlicht. Die standen doch schon zwei Wochen vorher im Internet und also auf anderen Webseiten. Und ein Guardian-Journalist, Luke Harding und David Lay, die beiden haben ein Buch geschrieben, ein denunzierendes Buch über WikiLeaks und Assange. Und darin haben sie das Passwort genannt, das Geheime. Und also das war schon alles bekannt, als WikiLeaks diese ganzen Kabel dann veröffentlicht hat, waren die schon im Netz und kursiert. Darüber wurden heute die beiden Zeugen vernommen. Und insgesamt kann man sagen, nach den ersten jetzt 9 Tagen Anhörung, das, was die Verteidigung da an Zeugen, die für Assange aussagen, also sprich die versuchen mit ihrer Expertise und ihrem Fachwissen zu widerlegen, was die Anklage behauptet, ja, dass er Namen genannt hat, nee, hat er gar nicht, die standen schon vorher überall, dass er Blut an den Händen hat, nee, hat er gar nicht, weil es ist keiner zu Schaden gekommen, die all das, also die Anklage Schritt für Schritt zerpflücken, könnte man sagen. Ja? Also ich habe, nachdem ich die Dinge da verfolgt habe, vor allen Dingen anhand der Protokolle von Craig Murray, kann ich Ihnen auch nur empfehlen, wenn Sie nicht so gut Englisch können, kopieren Sie sich die Texte aus seinem Blog und tun sie in deeple.com, der macht eine sehr, sehr gute Übersetzung sofort und dann können Sie es auch Deutsch lesen. Und in so einem Blog und in Twitter-Nachrichten von so ein paar unabhängigen Journalisten, die es noch gibt, muss man heutzutage sich informieren, wenn man über dieses Verfahren informiert sein will. Also in der NZZ werden Sie da morgen keinen Gerichtsreport lesen oder im Tagesanzeiger und in der Tagesschau in Deutschland oder in der Frankfurter Allgemein steht da auch nichts von. Ja? Und man fragt sich, Leute, ihr seid doch Journalisten, habt ihr es nicht kapiert, habt ihr den Schuss nicht gehört, was hier gerade passiert, wenn Assange verurteilt wird, nach diesen 18 Anklagen erstmal ausgeliefert wird und dann wird er ja auch verurteilt. Wobei ich habe jetzt manchmal, vielleicht kann dieser irre Trump ihn doch noch kurz begnadigen als Wahlkampf. Er muss doch jetzt irgendwie, der sucht doch krampfhaft nach Dingen und vielleicht könnte er da noch so ein paar, das wäre mal eine Leistung von Donald, finde ich. Also da müssen wir gucken. Ich glaube eher nicht, dass das passiert. Er hat ja seine Staatsanwälte überhaupt erstmal losgeschickt. Unter Obama wurde das ja auch schon geprüft und die Juristen der Obama-Regierung haben damals gesagt, wenn wir WikiLeaks anklagen, dann müssen wir auch die New York Times anklagen und den Guardian und die Washington Post, weil die haben ja alle das WikiLeaks-Material publiziert. Wieso klage ich dann da nur einen an? Das können wir nicht machen, Obama. Und deshalb gab es diesen Auslieferungsbefehl unter Obama noch nicht. Der kam dann jetzt unter Trump. Und jetzt müssen wir abwarten, die nächsten 10 Tage etwa. Die Richterin hat gestern
signalisiert, oh, ich weiß gar nicht, ob wir mit den Zeugenaussagen rechtzeitig fertig werden. Das hat auch mit den amerikanischen, also Vertretern der US-Anklage, da zu tun, die wirklich schikanöse Kreuzverhöre mit den Zeugen, alles sehr renommierte Leute, die meisten Professoren, und der Ankläger, der bestreitet erstmal, sagt, Sie haben doch Psychologie studiert, also sind Sie denn für das und das qualifiziert und so, versucht die Zeugen runterzumachen. Es haut aber nicht richtig hin. Vorgestern hat der deutsche Journalist John Götz ausgesagt, der war damals beim Spiegel und ist jetzt beim Norddeutschen Rundfunk. Und Götz hat damals mit Assange zusammengesessen, als sie die Afghanistan-Papiere bearbeitet haben. Und Assange war der Letzte, der bis in die Nacht im Keller saß und noch versucht hat, ja, die Namen von Unbeteiligten zu redigieren und zu schwärzen. Die Guardian-Leute haben das gar nicht so interessiert. Er hat sich da engagiert, dass wir nicht irgendjemand Unbeteiligten hier mit einer Namensnennung in Schwierigkeiten bringen. Und Götz hat dann auch noch ausgesagt, er hat den Fall Khaled Al-Masri recherchiert. Al-Masri, ein deutscher Staatsbürger, tunesischer Herkunft, glaube ich, war im Urlaub in Kroatien irgendwo und wird von CIA-Beamten gefangen genommen und entführt. Er macht dann eine Station durch diverse Gefängnisse, wird gefoltert, er landet am Ende in einem Detention Camp, Arrest Camp in Afghanistan. Und erst da kann er sich irgendwie an eine deutsche Botschaft wenden und sagen, hallo, ich bin deutscher Staatsbürger, ich wurde hier in meinem Urlaub entführt und jetzt wochenlang, monatelang hier durch die Lande gekarrt und dabei gefoltert. Und der John Götz hat diesen Fall recherchiert und konnte sogar letztlich die CIA-Agenten ausfindig machen, die diese Entführung durchgeführt haben. Konnte sogar mit denen sprechen. Und dann ist er in Deutschland zum Gericht und hat gesagt, hier Leute, die müsst ihr anklagen, die entführen deutsche Staatsbürger im Urlaubsort und schaffen sie in ein Foltercamp nach Afghanistan, das geht doch nicht. Dann hat der deutsche Staatsanwalt tatsächlich Ermittlungen genommen, aufgenommen. Und jetzt konnte Götz zeigen und hatte dazu auch ein Video, also Videoverbindung zu Al-Masri sollte es geben, und Al-Masri sollte als Zeuge aussagen, wie wichtig die WikiLeaks-Publikation war, dass sein Fall überhaupt sozusagen aufgedeckt und bekannt wurde und er auch mittlerweile dann auch, ich glaube, die USA haben ihn dann am Ende entschädigt, das weiß ich gar nicht genau jetzt. Jedenfalls sagt dann der US-Ankläger, nee, also den Al-Masri, den können wir jetzt hier nicht hören. Und dann sagt er, ja, wieso können wir den jetzt hier nicht hören, der ist als Zeuge jetzt hier an. Ja, der soll. Und wenn wir ihn hören, dann hat Assange zum ersten Mal lautstark aus seinem Glaskasten protestiert und hat gesagt, hallo, das geht nicht, das ist ein Folteropfer und der darf hier aussagen. Und dann hat der US-Anwalt die Richtung hin, hat so und dann hat der US-Anwalt gesagt, ja, also okay, der Al-Masri kann aussagen, aber er darf nicht sagen, dass er gefoltert worden ist. Also so. Das ist wirklich den Zeugen, die dort aussagen, die zum Teil in Amerika sitzen, zum Teil auch in anderen Ländern, dem wird zwei Stunden oder einen Tag bevor sie aussagen, überhaupt erst die Anklageschrift zugestellt. Die wurde ja auch vor einer Woche oder vor zwei Wochen nochmal geändert und neu formuliert. Das hat alles viel von Josef K. bei Franz Kafka, der ja auch gar nicht so genau weiß, was ist hier, wer ist hier eigentlich das Gericht und was ist hier eigentlich angeklagt. Und fünf Leute dürfen da im Saal zuhören, und wenn die kein Protokoll führen würden oder mitschreiben würden, dann wüssten wir gar nichts heute. Und das ist insgesamt ein Zustand, der wirklich äußerst dramatisch ist, und zwar für unsere Demokratie. Ich habe es eben schon mal gesagt. Wenn dieser Fall durchgeht, wenn Assange ausgeliefert wird, dann ist kein Journalist irgendwo auf der Welt mehr sicher. Und Journalisten,
wenn jemand da ist, hallo Kollegen, SRF, ARD, NZZ, wo auch immer ihr arbeitet, ihr müsst mal euch das angucken. Könnt ihr das hinnehmen, dass ihr in so, oder habt ihr überhaupt kein Problem damit, macht ihr sowieso nur Infotainment, vierte Gewalt, habt ihr hier nichts mit am Hut, ihr schreibt nur, was der Regierung in Kram passt. Nee, dann seid ihr eigentlich auch keine Journalisten, ja. Dann seid ihr, ja, PR-Fritzen oder Propaganda-Heinis, aber ihr habt nichts mit dem zu tun, was Journalismus mal war. Sagen, wie wichtig es ist, dass wir uns einsetzen für WikiLeaks und für Julian Assange, dass wir auch unseren Repräsentanten, unseren Politikern, unseren bekannten Medienleuten, wen immer wir da haben, der Einfluss hat, da versuchen, ihn draufzustoßen mit der Nase, dass das, was hier passiert, nicht passieren darf, wenn wir weiter eine Demokratie haben wollen. Die geht nämlich nur mit dieser vierten Gewalt, mit einer unabhängigen, freien Presse und mit Whistleblower. Und wenn wir die nicht haben, ja, dann kann man eigentlich nur noch abschalten, den Fernseher und die Zeitung wegschmeißen, weil dann wird uns nur noch das Gehirn gewaschen. Wir wollen aber das Gehirn nicht gewaschen bekommen. Wir wollen Aufklärung, wir wollen Information und wir wollen eben, dass Medien das tun, wozu sie in der Verfassung und laut Gesetz verpflichtet sind, nämlich den Mächtigen auf die Finger zu gucken. Niemand hat das so gut und so intensiv gemacht wie Julian Assange. Deshalb habe ich schon vorgeschlagen, wir müssten ihm in Deutschland sofort Asyl geben und ihn als Datenschutzbeauftragten einstellen, zum Beispiel. Ja. Edward Snowden wäre auch geeignet. Ja. Wenn die Amerikaner ihn nicht wollen, ja, dann holen wir ihn doch. Die Schweiz könnte also auch sofort einen vernünftigen Datenschutzbeauftragten gebrauchen, denke ich. Deshalb müssen wir wirklich uns engagieren und alles dafür tun, dass diese Folter, der Assange seit 10 Jahren ausgesetzt ist, der jetzt in Isolationshaft sitzt, der keine Besucher empfangen darf, der seine Kinder nicht sehen darf, das ist alles schikanös und das muss eigentlich sofort aufhören. Ich habe bis in die letzten 10 Tage, weil ich das verfolgt habe jeden Tag, so ein bisschen gutes Gefühl. Auch diese ARD-Doku empfehle ich Ihnen nochmal, gucken Sie in der Mediathek, können Sie sich im Netz angucken, dass jetzt langsam auch die Journalisten wach werden und auch die großen Zeitungen sich einsetzen für ihren Kollegen, der da im Knast sitzt und sein Lebtag nicht mehr rauskommen soll. Das darf nicht passieren und dafür müssen wir kämpfen. Danke. Draußen auf dem Büchertisch finden Sie das Buch von Matthias Bröckers über Freiheit für Julian Assange. So wie ich gehört habe, sind es praktisch die letzten Exemplare, die noch zum Verkauf stehen. Das Buch ist ausgeschossen im Verlag und greift es euch, wenn ihr Lust habt dazu. Während
sich die Chöre wieder aufstellen, erlaube ich mir hier eine Zwischeninformation einzuschieben. Bereits in 5 Tagen begeht die Welt einen anderen internationalen Tag, nämlich den Internationalen Tag zur vollständigen Beseitigung der Kernwaffen. Bekanntlich weigert sich bei uns in der Schweiz der Bundesrat nach wie vor, dem Atomwaffenverbotsvertrag der UNO beizutreten und ihn dem Parlament zur Ratifizierung vorzulegen. Es ist deshalb besonders erfreulich, dass der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt am 1. September 2020 auf Ersuch der Schweizerischen Friedensbewegung hin den internationalen Städteappell für das Verbot von Atomwaffen gutgeheißen hat. In der Mitteilung des Regierungsrates heißt es, mit der Unterzeichnung wird der von den Vereinten Nationen verabschiedete Vertrag zum Verbot von Atomwaffen unterstützt und der Bundesrat zum Beitritt aufgefordert. Eine nachhaltige Entwicklung ist ohne Frieden und Sicherheit nicht möglich. Kernwaffen können katastrophale Auswirkungen haben, insbesondere für Städte, da sie im Ernstfall besonders verletzlich sind. Danke für den Zwischenapplaus. Ich glaube, das hat die baselstädtische Regierung tatsächlich verdient. Nun habe ich die große Freude, gleich 2 Welturaufführungen anzukündigen. Und zwar sind es Werke, die direkt oder indirekt den Fall Assange thematisieren. Zum einen ist es Weiße Folter von Luca Fiorini, dem Leiter des Ensembles Liberté. Er hat es Chelsea Manning und Julian Assange gewidmet. Zum anderen Call for Treason von Jonas Jäcki, der gemeinsam mit Julia Hoppe das Sekretariat der Schweizerischen Friedensbewegung führt, hier selbst mitsingt und sein Erstlingswerk sämtlichen Whistleblowerinnen und Whistleblowern der Welt zueignet. Die Texte zu beiden Stücken finden Sie im Programmheft ab Seite 5. Zum Abschluss dann singen die beiden Chöre Auszüge aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in eine Vertonung von Luca Fiorini. Bitte schön.
Christ becomes a
Exposing crimes, 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 exposing crimes
danken, noch einmal an Beteiligten hinter den Kulissen, vor den Kulissen, ein riesen Dankeschön, insbesondere natürlich den beiden Chören, die unter schwierigen Bedingungen üben mussten, unter Bedingungen von Covid-19, für die Chöre nicht so einfach. Ihren Leitungen Abelia Nordmann, Assange und der Frieden braucht auch Sie. Herzlichen Dank.